Sprachnachrichten. Das neue Medium. Okay. Hey ho, hier also eine Sprachnachricht von mir. Manch einer, der sich mit mir unterhalten hat, hörte von mir schon mal den Satz, ich bin der glücklichste Mensch, den ich kenne. Normalerweise kriegt man die Frage ja gestellt, wie geht es dir? Und wenn das Gegenüber dann nicht ganz so aufmerksam mit gut antwortet oder muss ja, dann überlege ich, wie viel Sorgen ihm gerade einfallen, die er aber für jemand anders nicht aussprechen möchte, weil ja übereinstimmend alle Menschen Sorgen haben. Oder auch der Spruch, den ich schon hörte, wir sind ja alle Menschen. Worauf ich geantwortet habe, nun, ich denke, das ist laut der Theologie, wie ich sie in der Bibel lese, nicht gestattet. Origenes, ein christlicher Gelehrter und Theologe, versuchte den Unterschied eines Menschen in Christus einen Namen zu geben gegenüber dem Menschen allgemein. So schreibt er in einem seiner Bücher, um das Besondere hervorzuheben, Mensch, Mensch. Also, wie geht es dir? Einmal fragte mich jemand, Dagobert, wie geht es Jesus? Damals wurde ich verlegen, weil ich es nicht verstand. Heute würde ich ihm die Antwort geben, er ist der glücklichste Mensch, den ich kenne.